Geschichten und Bilder gehören zusammen. Kinder lieben Märchen, die illustriert sind. Auch wir Erwachsene erfreuen uns immer wieder an Illustrationen von Märchen. Warum? Sprache hat die Qualität, über Raum und Zeit zu stehen. Sie entführt uns in ganz andere Bereiche als die Welt, in der wir leben. Und dazu ist es sehr anregend, Bilder zu kriegen und zu verstehen, wie diese Bereiche aussehen könnten, in die uns die Sprache verführt. Wenn wir mit Kindern arbeiten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder gerade dabei sind, sie zu lernen, ist es also umso wichtiger, zum gesprochenen Wort, das gemalte Wort, das Bild zu stellen. Das, was ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, ist eine Kamishibai-Bühne, denn in Japan gibt es die Tradition des gemalten Bilderbildes seit Hunderten von Jahren. Das Bild, was wir vor uns haben, ist aus dem afrikanischen Märchen »Ein Adler bleibt ein Adler«. In der Geschichte ist es so, dass der Adler aus Versehen auf einem Bauernhof aufwächst mit Hühnern, Katzen und Hunden, aber er gehört eigentlich hoch in den Himmel hinauf in ein freies Feld. Und das sehen wir beim nächsten Bild. Es ist wichtig, dass Geschichten gesehen werden und gleichzeitig erzählt werden. Sprache und Bild sind eine Einheit, die uns helfen, die Sprache tiefer zu verstehen. Selbstverständlich können die Bilder später auch von Kindern gemalt werden und beim Wiedererzählen der Geschichte die Bilder, die die Kinder gemalt haben, in die Geschichte eingebettet werden. Das macht allen Spaß und es hilft, noch intensiver zuzuhören. Viel Spaß dabei!